Ich glaube, man ist heute sowieso nicht als Lehrperson einfach der vorne steht und doziert. Ich sehe mich auch eher als Lerncoach. Also die Origin erleichtert eigentlich den Lehrauftrag in dem Sinn, weil CNC-Technologie sonst im Schulunterricht relativ trocken ist. Man erzählt einfach, man schaut einen Film, man kann sehen, was passiert, wenn, was. Und das ist halt dann einfach nur so theoretisch, oder? Und dort kann man es eben halt erlebbar machen. Wenn man halt selber kann Hand anlegen und das ausprobieren kann, dann kommt man von der Theorie halt unmittelbar auch in die Praxis und schlägt dort so das Rad. Ja. Mein Name ist Tom Scherker, ich bin hier an der Berufsschule in Lenzburg im Kanton Aargau in der Schweiz. Ich ging selber hier zur Schule 1995 bis 1999, habe dann Maschinistenausbildung noch gemacht und dann weiter zum Innenarchitekten, war selbstständig und jetzt hier als Berufsschullehrer seit 10 Jahren tätig. Man muss selber auch begeistert sein, man muss Freude haben, etwas weiterzugeben. Ich bin überzeugt, es klingt besser und schneller mit der Origin. Ich glaube, das spüren schlussendlich auch die Schüler und ich glaube, da kann vielmals den Funke überspringen. Ich lerne meinen Schülern im Unterricht verschiedene Dinge mit der Origin. Im 5. Semester haben sie so ungefähr 15, 18 Lektionen, wo wir mit der Origin arbeiten und dann eben so diese CNC-Technologie durchgehen. Die ganzen XY-Achsen, die Z-Achsen, wie man das programmiert, wo man den Nullpunkt setzen kann. Was ich jetzt neu in meinen Unterricht eingebaut habe, ist, dass wir die ganze Fräsertechnologie auch weitergeben können. Also mit einem Zahn, mit zwei Zähnen, mit drei Zähnen, mit Beschichtungen, allenfalls mit Polierungen etc., wo der Spanraum nachher die Späne besser abtransportiert. Das ist schon sehr wertvoll, bringt mich selber weiter und ich kann dann das wieder im Unterricht weitergeben und so kommen dann auch die Schüler weiter. Die ich heute habe, das sind eigentlich unsere Zukunft. Am Anfang ist es speziell, weil man nur die CNC, die große Maschine oder nur die kleine Oberfräse kennt. Aber mit der Zeit kommt man schnell ins System rein. Es ist nicht sehr schwierig zu verstehen. Wenn man ein paar Sachen gemacht hat, kommt man schnell raus. Die Origin ist schon sehr sicher. Es gibt aus unserer Sicht als Lehranstalt auch nichts, das vergleichbar ist und das man so anwenden kann und so auf dieses Level bringen kann. Ja. Man fördert oder so die Eigenkreativität und Eigeninitiative der Schüler, damit sie so wirklich selber in den Flow kommen und eben sie können sehr schnell beginnen, damit zu fräsen. Es kann nicht viel passieren. Und ich muss sagen, es ist sehr interessant, was die Maschine eigentlich alles kann. Sehr einfach zu bedienen. Das hat mich wirklich überrascht, wie vielseitig die Maschine ist eigentlich. Aber das macht es eben auch sehr spannend. Und wenn man sie dann halt so abholen kann und sie dann so ins Arbeiten kommen und sie selber interessiert sind, dann schmelzen auch so die Levels zusammen. Also man ist dann halt eher der Coach und hilft. Die Origin hat mich sicher inspiriert für auch spätere Projekte. Man kann ein bisschen mehr machen, man versteht es schneller. Man kann schneller selber etwas machen auf einem Werkstück. Ich würde die Origin allen Lehrern für den Berufsschulunterricht empfehlen, für die Schreiner, weil es einfacher wird, das Thema rüberzubringen. Denn wenn die Schüler begeistert sind, die sind bis am Schluss so begeistert, dass alle im Flow sind.